Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Ja, gestern hatte ich einen Podcast zu Auf1 gemacht, habt ihr mitbekommen, und einen kurzen Nachtrag. Das ist interessant an der heutigen Zeit, in der Zeit der Demokratiesimulation, dass um die Ecke die ganzen Tugendhaften immer kommen. Also wir sind ja so tugendhaft für die Menschen setzen wir uns ein, aber um uns für die einzusetzen, müssen wir erstmal Menschen inhaftieren, müssen körperliche Gewalt anwenden, aber wir sind ja für das Gute in der Welt. Das sind die Tugendhaften. Interessant ist ja, dass die deutsche Sprache sehr exakt ist. Deswegen Nachrichten, da wird ja auch nachgerichtet. Und im Wort Tugendhaft ist das Wort Haft, also Gefängnis. Das heißt, nach außen hin tut man so, als ob man in Wirklichkeit was ganz Tolles macht, aber wirklich ist eine Art von Begrenzung, kleinlich, limitierten Denken, und das ist prädestiniert für Deutschland. Und ich möchte heute aber einen anderen Denkanstoß mal geben. Interessant ist, dass wir sind so gefangen, letztendlich selber, eine Art Gefängnis in unseren Verhaltensweisen jeden Tag. Wir sind nicht achtsam, dass wir gar nicht merken, was hier eigentlich abläuft. Und deswegen möchte ich mal eine Sache erzählen. Versucht euch mal selber, einfach mal selber, tut zwar immer weh, weiß ich, zu reflektieren, wie oft ihr am Tag euer Handy benutzt. Und ich spreche jetzt konkret, weil man wischt ja da und wir denken gar nicht mehr drüber nach. Das ist völlig normal, weil die Zeiten des Tastentelefons sind ja schon lange vorbei. Wir wischen. Ihr könntet wischen auch bezeichnen als streicheln. Zärtliches Streicheln. Und wenn wir uns mal anschauen, das Handy, und ich vergleiche das jetzt wie so eine Art empathielosen Roboter, wie wir denn mit denen umgehen, wie unbewusst unsere Hand permanent danach greift, wenn wir ein paar Sekunden nicht mal irgendwas schauen. Und jetzt versucht euch mal in die Lage zu versetzen und euch die Frage zu stellen, wie oft streichelt ihr denn eure Liebsten am Tag? Eure Kinder? Eure Hunde? Katzen? Da werdet ihr wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, wenn ihr ein Tagebuch führen würdet und überlegen, wie oft streichle ich quasi mein Handy und gebe diesem Handy Aufmerksamkeit? Wie oft sehe ich es auf der Straße, wie Mütter mit Kindern im Kinderwagen oder vor dem Kinderwagen langlaufen, wenn sie zwei, drei Kinder haben, und sie selber glotzen die ganze Zeit aufs Handy. Tierliebhaber, die noch ein bisschen Empathie haben, wie mein Freund Christian, der würde sich jetzt freuen, dass ich seinen Namen erwähne, weiß ich, der dreht völlig durch. Wenn er sieht auf der Straße, er brüllt teilweise Leute auch an, die mit dem Hund Gassi gehen, wo die die ganze Zeit aufs Handy gucken. Das heißt, der Hund kriegt null Aufmerksamkeit, null. Das heißt, wir sind schon angekommen in dieser Endphase, von der ich immer sprach, der absoluten Empathielosigkeit, was ich in meinem Buch Neo im letzten Kapitel über die Achonen geschrieben habe, über die Wesenheiten, die keine Emotionalität mehr haben. Und das größte Gift für sie ist einfach mal die Liebe. Und die Liebe ist ja ohnehin ein Wort, wo wir ein richtig großes Problem haben. Liebe, um Gottes Willen, was ist Liebe, wollen wir da nicht haben. Das ist aber so ein Pseudowort. Genau wie Gott mittlerweile. Und da sollten wir einfach mal drüber nachdenken, wie wir eigentlich damit umgehen. Aber jetzt können wir nicht sagen, okay, ich muss es immer so weitermachen, weil wer entscheidet darüber? Ich sage nur Sucht, es ist einfach mal eine Sucht. Ich sage, ich rauche nicht, ich trinke nicht, aber ich gucke den ganzen Tag am Handy und mein Handy kriegt mehr Aufmerksamkeit als, wie gesagt, mein Partner. Und jeder kann aber jeden Tag neu die Entscheidung treffen. Jeden Tag kann man sich neu programmieren und sagen, mache ich einfach mal eine Abstinenz. Leg mal eine Zeit, das ist ein handyfreien Tag, einen ganzen Tag. Bin ich dazu in der Lage? Oder hat die Sucht schon die Suche ersetzt? Weil wir sind alle Suchende und wir sind alle komplett süchtig. Und da sind wir bei dem Punkt, was ich schon x-mal gesagt habe, der Punkt wird kommen, wir sind nicht irgendwann mal, sind sehr kurz davor, wo die Cloud im Kopf drin sein wird. Elon Musk hatte ja über Neuralink schon alles erfunden. Ich meine, ganz ehrlich, jetzt rennen sie wie Zombies draußen rum, die meisten zumindest mit ihrem Handy. Und wenn man noch nicht mal mehr denn auf primitiv, also Handy in der Hand haben muss, sondern im Kopf, du telefonierst, du kannst jeden anrufen, du kannst die Gedanken, du denkst jetzt an den und der, du kannst kommunizieren weltweit mit anderen, warum sollen sie denn nicht machen? Du bist Sender und Empfänger in deinem Kopf, dass du natürlich als Roboter nur noch das machst, was andere quasi als Impulse dir eingeben, das ist eine andere Geschichte, also der absolute willenlose Sklave, da soll es ja drauf hinlaufen. Interessant ist mal, wenn ich die Thematik anspreche, gucken sie alle mal weg und sagen, oh Gott, das werden wir nicht erleben in 50 Jahren. Also bis 2030 wird es umgesetzt sein. Das ist das Ziel. Aber im Endeffekt gehören ja mal zwei dazu. Ich muss es doch nicht machen. Warum? Dann kann ich nur sagen, vernetzt euch ist viel wichtiger.
Und gerade diejenigen, die jetzt, sag ich mal, als Staatsdiener unterwegs sind und festkrallen an ihrem kleinen Job, die werden ohnehin ersetzt durch Roboter. General Dynamics und wie sie alle heißen, überall die großen Firmen, die sind ja schon dabei. Also die sind ja schon da. So wie beim Film Robocop in 18 Jahren, du brauchst die ja gar nicht mehr. Was soll ich mit physischen Menschen, der könnte ja noch widersprechen. Irgendwann mal hat er noch ein Gewissen und sagt, jetzt kann ich doch nicht auf den armen Demonstranten, auf die Oma schießen, die kriegt, nee, das ist ja normal. Das klingt jetzt vielleicht wie eine Dystopie, will ich aber überhaupt nicht rüberbringen. Ich kann immer nur sagen, im Hier und Jetzt, jetzt im Moment, sind wir Schöpfer und Geschöpf gleichzeitig. Das heißt, wir können selber entscheiden, jeden Moment, mit unserer Gedankensaat, was wir in Zukunft haben wollen. Und deswegen ist Achtsamkeit unheimlich wichtig. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, macht mal eins, legt mal am Wochenende auch mal euer Handy weg, weil wir hatten es auch jahrzehntelang nicht. Und da ging es ja auch irgendwie. Ich kenne Zeiten noch, da muss ich zur Telefonzelle rennen. War ich jetzt ein Neandertaler? War ich jetzt mal so ein Raum? Erstaunlicherweise haben die Menschen aber mehr miteinander kommuniziert, waren glücklicher, zufrieden miteinander. Da gab es auch nicht so eine hohe Scheidungsraten wie jetzt und Single-Haushalte. Weil im Endeffekt wird die Masse nur noch gelebt. Wer lebt denn? Die wenigsten leben denn überhaupt noch. Sie merken es noch nicht mal. Sie werden gelebt durch andere. Weil sie jeden Tag, was ich immer wieder sage, ihr Herz, ihre Seele verraten, Tag für Tag. Und dann hier klopft an der Tür die Gesundheit. Körper, Seele, Geist ist ja eigentlich eine Einheit. Schon immer gewesen, aber die ist ja nicht vorhanden. Es gibt ja kein Gleichgewicht mehr. Und deswegen werden die Krankheiten so dermaßen hoch, Depressionen, Herzinfarkt, Schlaganfälle, Krebs und so weiter. Aber sie hören einfach nicht, die Menschen. Wird immer lauter, das Klopfen. Sie hören einfach nicht zu. Immer mal weiter und immer weiter und immer weiter. So, im Endeffekt kann ich nur sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Alter deutscher Spruch, da ist was dran. Jeder kann jeden Tag neu eine Entscheidung treffen. In dem Wort Entscheidung ist alles drin. Auf der einen Seite muss ich mich scheiden, also loslassen von etwas Alten. Aber auch dann habe ich dann die Möglichkeit, dann habe ich nämlich beide Hände auf einmal frei, wenn ich immer nur was tragen muss für etwas Neues. Und dafür haben die meisten Menschen Angst und die Gesellschaft ist so konditioniert, dass man uns das auch nicht beibringt, selbstständiges Denken, selbstbewusst zu sein, sondern du sollst ein Kriecher sein, ein Ja-Sager sein, ein Teil dieses Systems, eines Roboters, empathielosen Roboters, der nur noch Ja sagt und alles mitmacht. Jeder muss es selbst wissen. Trefft ihr selbst die Entscheidung, weil, wie Gandhi schon sagt, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Alles Liebe, schönes Wochenende, euer Heiko.